Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Und heute gebe ich euch 7 verschiedene Tipps, wie ihr euch schneller, besser und gesünder regenerieren könnt. Ich werde euch einfach Tipps aus meiner eigenen Praxis, aus meiner eigenen Erfahrung geben. Ihr könnt die testen. Wenn euch diese Tipps helfen, könnt ihr die einfach so nehmen, einfach so entnehmen und einfach so übernehmen, einfach das nachmachen, und dann werdet ihr euch auch besser fühlen. Ich fühle mich immer besser, wenn ich diese Tipps einfach befolge. Wenn ich das wirklich mache, dann fühle ich mich einfach besser, weil das sind einfach Tipps, wo ich einfach seit 2 Jahren einfach austeste. Ich habe es einfach immer wieder gemacht, Freunde, und ich habe mich immer wieder dadurch einfach besser gefühlt. Ich finde es einfach gut, und deshalb will ich auch mit euch diese Tipps teilen. Zum allerersten Tipp, Freunde, und zwar nach einer langen Trainingswoche bzw. nach einem Trainingstag oder nach einem Spieltag, was braucht man? Man braucht eine Regeneration. Für eine Regeneration kann ich euch empfehlen, als allererste, an erster Stelle kommt einfach direkt was Aktives zu machen. Ich sage euch, ihr müsst nicht einfach rumlegen, nur einfach rumchillen, nur faul sein und einfach nichts machen. Nein, ihr könnt einfach was aktiv machen, und zwar einfach Fahrradfahren. Ich mache es immer 1 Stunde lang Fahrradfahren, beziehungsweise 45 Minuten lang Fahrradfahren oder laufen gehen. 20 bis 30 Minuten lang laufen gehen, das hilft euch auch einfach, um zu regenerieren. Einfach aktive Regeneration für jeden. Ich kann es einfach weiterempfehlen. Viele werden mich jetzt auslachen und sagen, Bruder, das ist doch wieder Training. Nein, das ist kein Training, das ist aktive Regeneration. Mein zweiter Tipp, und zwar Gymnastikübungen machen. Einfach Dehnübungen machen. Das ist so underrated. Ich sage es euch, seitdem ich das wirklich täglich mache, ich fühle mich immer besser. Ich fühle mich immer einfach stärker, schneller. Meine Beine sind leichter. Ich habe einfach keine Probleme. Verletzungen kommen nicht vor, Freunde. Außer wenn man einfach sich nicht so genug aufwärmt vor einem Spiel, dann kann man sich verletzen. Deshalb, Freunde, immer einfach Dehnübungen einfach in deinem Trainingsplan, in deinem Alltag einfach einbringen. Einfach Gymnastikübungen in dem Alltag einfach einbringen. Und dann könnt ihr einfach besser werden. Ihr könnt euch einfach schneller regenerieren. Ihr könnt einfach körperlich sowie einfach physisch werdet ihr euch besser fühlen. Mein dritter Tipp, und zwar mit dem Black Roll einrollen. Boah, Freunde, das ist so einfach. Das ist eine Sache, die jeder Fußballer, jeder Sportler haben muss, dieses Black Roll. Sind auch nicht so teuer, es gibt auch günstige. Meine habe ich, glaube ich, für 20 Euro geholt, 3 Teile. Ja, ihr könnt das immer wieder machen, Freunde, für die Waden, für die Beinmuskulatur, auch Gesäßmuskulatur. Für die Gesäßmuskulatur ist auch mega gut, Freunde, mit dem kleinen Ball, diese Gymnastikball, könnt ihr einfach euer Pupu einfach regenerieren lassen. Ist auch mega, mega guter Tipp, kann ich euch nur weitergehen. Und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Tipp. Boah, Freunde, ich weiß, viele werden das nicht so ernst nehmen, aber ich sage es euch, das ist sehr, sehr wichtig fürs Regenerieren. Und zwar Ernährung. Ernährung ist das Wichtigste in deinem Leben. Gesunde Ernährung macht dich schlau, macht dich erfolgreich, macht dich einfach stärker. Gesunde Ernährung ist einfach eine Waffe, die du in deiner Hand hast. Wenn du diese Waffe gut nutzt, dann kannst du dadurch einfach besser werden, du kannst erfolgreicher werden. Ich sage es immer wieder, aber Leute werden mich auslachen. Ich weiß, viele werden das nicht so ernst nehmen, aber du, der gerade dieses Video anguckt, ich kann es dir nur empfehlen, gesunde Ernährung ist das A und O. Mach's einfach, ernähr dich gesund, und dann wirst du selber merken, nach 2-3 Monaten wirst du selber merken, dass du dich einfach besser fühlst. Und zwar, Freunde, was ich mache, ist auf jeden Fall viel Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Ballaststoffe, Eiweiß, sehr wichtig, Freunde. Was ich auf jeden Fall vermeide, ist einfach Fett. Fett will ich auf keinen Fall in meiner Ernährung haben. Und eine weitere Sache, die ich vermeide, ist einfach Zucker. Zuckerhaltige Produkte vermeide ich komplett, zum Beispiel Cola oder Süßigkeiten mag ich gar nicht. Manchmal mache ich, sage es ehrlich, manchmal mache ich einmal im Monat oder so, trinke ich vielleicht Cola oder so. Aber ich vermeide es immer wieder gerne, weil ich einfach mich besser fühle, wenn ich diese Getränke nicht trinke, wenn ich Süßigkeiten nicht esse. Freunde, wenn ihr was Süßes essen wollt, ihr könnt einfach Obst, Gemüse essen. Einfach Trauben essen, so wie in diesem Video, wie ich das mache, Junge. Trauben sind auch lecker. Wenn ihr diese ganzen Süßigkeiten vermeidet, dann merkt ihr einfach, wie lecker diese Kleinigkeiten sind. Diese Trauben, diese Äpfel, Bananen. Das schmeckt einfach anders geil. Tipp Nummer 5, und zwar viel Wasser trinken. Viel Wasser trinken, Bruder. Ich liebe Wasser. Und deshalb liebe ich Mette zu trinken. Mette ist was? Eine Pflanze, einfach ein natürliches Getränk, einfach nichts, also keine Zusatzstoffe, gar nichts. Mette ist einfach ein ganz normales Getränk. Ich liebe es einfach. Messi trinkt das, jeder südamerikanische Fußballer trinkt das. Ich liebe Mette, Freunde. Warum? Weil das einfach nur mit Wasser ist. Du trinkst das einfach mit Wasser. Manche machen das mit Zucker. Ich hasse es einfach mit Zucker zu trinken. Es ist zwar mega bitter, aber das macht es einfach einzigartig. Ich liebe Mette, weil das einfach Wasser ist, weißt du? Wassergetränk. Deshalb liebe ich einfach Wasser trinken, Freunde, ist das
ist das Wichtigste und ihr könnt auch gerne Mette probieren. Mette ist auch sehr, sehr lecker. Tipp Nummer 6, ich hatte es gerade erstmal erwähnt, Freunde, kommen zurück zu diesem Tipp. Also sehr, sehr wichtige Sache, eine Sache, die ihr vermeiden müsst, Freunde, zuckerhaltige Produkte. Ich sage es immer wieder, Cola, Eistee, alles was Zucker enthält, einfach vermeiden, einfach wegschmeißen. Süßigkeiten niemals essen, Freunde. Du bist ein Sportler, du bist ein Mensch, der gesund leben will. Du bist ein Mensch, der sich besser ernährt. Du bist ein Mensch, der einfach erfolgreich sein will. Deshalb Süßigkeiten nicht essen. Cola, Mola, dies, das, alles nicht trinken. Wenn du besser sein willst als deine Konkurrenz, als dein Gegner, als deine Mitmenschen, dann musst du sowas vermeiden. Du musst nicht alles machen, was die machen. Weil Menschen machen auch falsche Sachen, machen schlechte Sachen. Tipp Nummer 7 und ist wirklich das Allerwichtigste, deshalb kommt es auch zum Schluss. Ihr sagt euch, Freunde, schlafen. Schlafen ist das Beste. Schlafen, manche sagen, ich brauche nicht viel zu schlafen. 5 Stunden Schlaf reicht mir schon, 6 Stunden. Ich meinte auch früher. Aber ich kann es euch sagen, durch gesundes Schlafen kannst du einfach besser werden. Ich sage es euch, ich schlafe momentan 8 bis 9 Stunden, manchmal sogar 10 Stunden, weil ich zu viel mache. Ich trainiere manchmal 2-mal am Tag. Ich arbeite sehr viel, Freunde. Ich mache sehr viel Videos. Ich schneide viel. Ich arbeite sehr, sehr viel. Ich mache sehr viel. Aber wie kann ich das alles hinbekommen? Durch gesundes Schlafen einfach. 8 bis 10 Stunden schlafen, das muss 8 Stunden Minimum. 10 Stunden Maximum. Also ist zwar sehr viel, du verbringst mehr als ein Drittel deines Lebens im Schlaf, aber es leider muss, wenn du besser sein willst, wenn du dich besser fühlen willst, musst du schlafen, leider. Also du kannst ohne Schlaf nicht weiterkommen. Wenn du weniger schläfst als andere, dann wirst du dich schlechter fühlen. Nach einem Monat wirst du einfach schlechter sein. Du wirst nicht mehr so viel abliefern können. Du wirst einfach körperlich einfach schwach sein. Ich sage es euch ehrlich, schlafen ist das A und O. Schlafen ist mein letzter Tipp für dich, weil das auch das Wichtigste ist, der wichtigste Tipp ist in dieser ganzen Serie. Boah, Freunde, ich habe einfach ein bisschen von meiner Erfahrung an euch weitergegeben. Ich habe euch das weiterempfohlen. Ihr könnt es machen, ihr könnt diese Tipps befolgen, ihr könnt diese Tipps nachmachen, aber ihr könnt das auch wegschmeißen. Müsst ihr nicht machen. Testet das selber, probiert das selber aus und dann werdet ihr selber merken, dass das einfach was ausmacht. Diese Tipps sind für mich sehr wichtig. Ich wollte das mit euch mitteilen. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat, Freunde. Lasst ein Abo da, gönnt mal und trinkt mal immer wieder viel Wasser. Ich liebe kaltes Wasser, Freunde, by the way. Im Sommer oder Winter, ich trinke immer kaltes Wasser. Kuss geht raus, Freunde. Wir sehen uns im neuen Video. Bleibt stabil.